Wir haben vorne eine Blink-LED ins Fenster eingebaut. Die LED blitzt und zeigt jetzt potenziellen Interessenten, Dieben, lass das Auto mal lieber in Ruhe. Jetzt mache ich das gleiche Spiel wieder. Ich gehe an das Fahrzeug hier vorne und tue so, als wenn ich das nicht gesehen habe und sage, ja, habt ihr gesehen? Auto hat jetzt schon gesagt, lass das sein. Vorwarnung vom Schocksensor, das war eine Vorwarnung. Ja, moin Leute, willkommen auf unserem Kanal. Aus gegebenem Anlass möchten wir euch heute mal wieder was zeigen, Thema Smart. Hier steht ein Brabus Modell 453. Das Fahrzeug steht bei seinem Besitzer vor der Haustür und wie ihr seht, oder die Kenner, die Brabus, sag ich mal, von der Optik her sehen, hier fehlt doch was. Und zwar hier fehlt richtig was. Guckt euch das mal an. Unten ist der gesamte Frontspoiler, ist rausgebrochen und abgerissen worden. Unter anderem auch natürlich Plastik beschädigt und. Und die beiden Seitenschweller sind ab. Man kann das sehen, der Kleber ist noch dran. Die sind unten angeschraubt und sind jetzt auf beiden Seiten von Dieben in der Nacht an dem Fahrzeug abgerissen worden. Ja, und der Kunde rief mich an und sagte, es ist zum Verrücktwerden. Die Teile sind nicht lieferbar. Wir sprechen hier also schon weit über einen höheren vierstelligen Betrag, nur um das Fahrzeug wieder in Ordnung zu bringen. Jetzt überlegt mal, Ärger mit der Versicherung, diese Unruhe. Man hört nachts ein Geräusch und sagt, oh nein, die sind vermutlich schon wieder an meinem Auto dran. Wir haben im vergangenen Jahr mehrere Smart-Fahrzeuge gemacht, also auch den 451, die sind ja auch sehr begehrt. Generell Autoklau, Autoteile. Wir hatten einen Kunde von seinem Nachbarn, dem haben sie nämlich auch sein Smart hier alles, die Decke geklaut und das ist furchtbar. Also die Autos werden auseinandergenommen, sind ja auch nicht besonders gut gesichert. Ab Werk, ne, weil man das eben relativ schnell abbauen kann, die Motorgeschichte hier, Klappe aufmachen hier unten und dann vier Schrauben raus, dann ist die Haube weg, ne, und das ist alles lackiert und. Der Kunde hat gesagt, was soll ich machen? Ich sag Pandora, Smart Pro einbauen, Schock- und Neigungssensoren und wenn wir das drin haben, hast du eine Alarmierung, hast eine richtig laute Sirene. Und dann ist Ruhe im Karton. So, das Fahrzeug haben wir jetzt eingerüstet. Das ist nämlich der Hammer. Es funktioniert auch bei dem Smart alles, wie wir das sonst eben zeigen mit unseren Alarmanlagen. Das ist der Smart-Schlüssel. Das ist der kleine Token. Dieser kleine Token oder Tag macht den Unterschied. Hier ist eine 128-Bit-Verschlüsselung Bluetooth drin. Und wenn sich jetzt jemand mit dem Auto hier beschäftigen will, ohne Alarm auszulösen, muss er diesen Tag oder den zweiten Tag, der auch mitgeliefert wird, bei sich haben. Hat er das nicht, ist es ein Angriff aufs Fahrzeug, der nur mit Alarm und so weiter quittiert wird. Und dann geht hier gleich die Hölle los. Ich zeige euch das. Motorhaube ist abgesichert und. Lasst euch nicht stören. Im hinteren blauen Fahrzeug machen wir gerade Einweisungen. Da ist eine Pandora Camper reingekommen. Ganz aktuelles System. Der Wagen ist auch nagelneu. Ja. Fangen wir mal ganz kurz an. Die Diebe wollen jetzt an dem Auto was machen. Wir schärfen das, ich stelle mal nach, wie der sich jetzt wehren würde. Also aktuell ist egal, wenn er abgeschlossen wird, nur wenn ich hier im Auto was schlage, tue. So, was ist jetzt der Unterschied an dieser Alarmanlage? Erstmal, wir haben Schock und Neigung und der Wagen kann nicht mehr gestartet werden, wenn der Transponder nicht da ist. Ich zeige euch das mal als Beispiel. Ich mache jetzt hier mal was, klopfe hier unten mal ein bisschen gegen. Also das Auto ist jetzt nur normal abgeschlossen, aber wir haben keine Alarmanlage an. So. Es passiert gar nichts. Das heißt, die Diebe können wiederkommen, können wieder einen Schweller klauen, können wieder vorne klauen, kommen bestimmt noch mal wieder, dann klauen sie die schöne Stoßstange hinten, ne? Oder bauen die Auspuffanlage ab. Lampen werden super gerne geklaut, hat mir auch ein Kunde ein Bild geschickt, haben sie ihm, fahren sie zum Essen abends, kommen wieder nach Hause, sagt die Frau, das ist aber dunkel hinten beim Auto, beim Einparken, keine Lampen mehr drin. ETC, so. Fahrzeugschlüssel, 128-Bit-Tag, los geht's. Fahrzeug schärfen. Fahrzeug ist abgeschlossen. Habt ihr es gehört? Tick! Alarmanlage ist scharf. Einmal schärfen, ein Ton, schärfen, ein Blinkimpuls, geschärft. Wir haben vorne eine Blink-LED ins Fenster eingebaut. Die LED blitzt und zeigt jetzt potenziellen Interessenten, Dieben, lass das Auto mal lieber in Ruhe. Jetzt mache ich das gleiche Spiel wieder. Ich gehe an das Fahrzeug hier vorne und tue so, als wenn ich das nicht gesehen habe und sage, ja, habt ihr gesehen? Auto hat jetzt schon gesagt, lass das sein. Vorwarnung vom Schocksensor. Das war eine Vorwarnung. Diesen Level könnt ihr selber einstellen. Das schützt auch zum Beispiel vor Parkrimplern, vor Felgenklauen. Wir können auch quasi detektieren, ob das Fahrzeug gekippt wird. Wenn versucht wird, die Scheiben einzuschlagen, wenn ich hier irgendwas mehr mache an dem Auto, dann setzt das System sofort los und sagt, ich löse jetzt einen Vollalarm aus, das war's. Du kannst hier gar nichts weiter machen.
Beispiel, ich will einen Scheinwerfer und ich mache jetzt hier irgendwas rum. So, reicht jetzt und habt ihr gesehen? Ein etwas stärkerer Schlag. Die Alarmanlage ist an. Das Ding ist brutal laut. Ne? Also diese Sirenenohr, meine Ohren, ey. Ich gehe wieder zum. Ich kann das nicht anders ausschalten, außer mit der Fernbedienung vom Smart oder ich drücke hier auf den Tag und sage danke, Fahrzeug, wir sind fertig. Drei Blinkimpulse, es gab einen Alarm. Habt ihr das gehört, was hier los ist? Oh, meine Ohren, ey. Heftig, echt heftig. Ihr habt gesehen, wie effektiv das Duo Schlüssel und Tag ist. Ich nehme jetzt den Tag und packe den Tag in eine Abschirmtasche rein. Ne? Der kommt jetzt hier oben, lasse ich den reinfallen, drücke die Tasche zu und damit ist der Token ja nicht mehr beim Fahrzeug. Jetzt kommt der Dieb und sagt, ja, ich habe mir alles mitgebracht, was ich brauche, um so ein Fahrzeug aufzumachen. Egal, ob die das Funksignal mitgeschnitten haben. Egal, ob die die Tür aufmachen können. Ne? Also mechanisch hier und dann aufschließen. Die können mit dem Auto jetzt nichts mehr anfangen. Und ihr werdet den Unterschied erleben. In dem Moment, wo ich jetzt das Fahrzeug öffne, wird kein Tick-Tick mehr kommen. Das heißt, die Alarmanlage kriegt mit, dass die Tür geöffnet wird. So, der Transponder ist in der Abschirmtasche. Das heißt, ich habe nur den Schlüssel. Das ist eigentlich auch genau das Gleiche, was der Dieb sich mitbringt. Der hat ein Signal kopiert, der hat hier was zum, ja, zum Aufmachen, sogenannte Schlagschlüssel oder so ein Turbodecoder und möchte jetzt ins Auto, Lenkrad ausbauen, Sitze ausbauen, irgendwas. Ich mache jetzt das Fahrzeug auf und ihr werdet hören, dass ihr nichts hört, denn die Alarmanlage wird nicht freischalten. Ich mache jetzt ZV auf, das gehört, aber die Alarmanlage ist weiterhin scharf. Zeigt sie mir durch die LED an. Es gab kein Tick-Tick, kein Entschärft. So, ich mache das Auto jetzt auf. Und jetzt öffnen wir die Büchse der Pandora. So, das war's. Jetzt kommt der nächste Clou. Egal, was der Dieb jetzt versucht, er würde jetzt reingehen und sagen, ist mir egal, ich starte dieses Fahrzeug. Ja, ja, komm her. Schlüssel rein. Ich starte. Der Wagen ist ausgegangen. Habt ihr gesehen? Feierabend, hier. Das war's. Der geht aus. Wegfahrsperre hat gezogen. Digitale Wegfahrsperre hat gezogen. So. Kann nichts machen. Hier ist der Anruf. Hört ihr das? 30 Sekunden. Die Sirene muss ausgehen. Die geht jetzt wieder an. Wenn das Alarmsystem, da, wieder, geht wieder los. Damit haben wir die, oh, ich hol den Tag schnell aus der Tasche hier raus. Meine Herren. Habt ihr gesehen? Ich habe jetzt hier drauf gedrückt und die haben sich wieder verbunden, die beiden Dinger. Und jetzt ist die Alarmanlage entschärft. Was für eine Action. Bloß, weil ich den kleinen Token hier nicht mit habe. Mir qualmen die Ohren, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier eine entsprechende Piezo-Sirene von Pandora drin. Leute, es ist brutal laut. Ihr habt gesehen, der Dieb, wenn er sich reinsetzt, er kann das Auto nicht starten. Ne? Er geht nur ganz kurz an, wird dann sofort quasi vom System stillgelegt. Ihr könnt nicht damit fahren. Wir können euch nur raten, sichert eure Fahrzeuge mit so einem Alarmsystem. Schock und Neigung, LTE, Echtzeitortung, Telemetriesystem, einstellbare Sensoren. Ihr könnt verfolgen, wenn der Wagen in der Werkstatt ist. Ihr habt eine Info zur Batterie. Ihr habt gesehen, wie effektiv das mit den Schocksensoren ist. Ne? Also egal, was ich mache, ich kann das System schärfen. Kann ich auch mit dem Tag machen. Drücke ich hier drauf, Alarmanlage ist scharf. So, 10 Sekunden braucht er, um sich einzumessen. Also wenn jemand jetzt irgendwas hier an dem Auto kaputt machen will. Ne? Er versucht jetzt hier zu klopfen, zu schlagen, was weiß ich. Hier, habt ihr gesehen? Das war's schon. Schon wieder. Danke, ich bin beim Auto. Oh, das ist die einzige Möglichkeit, die Alarmanlage zu befriedigen, wenn ihr so einen Token habt. Der Dieb steht vor diesem Fahrzeug und ist der Geschichte komplett ausgeliefert. Und ich kann euch sagen, wenn wir das eingebaut haben und hier steht drin, Protected by Pandora, und der sieht die blaue LED vorne blitzen, dann sagt der Dieb, komm, lass das Auto in Ruhe. Das gibt richtig Ärger hier. Hier gehen wir heute nicht dran. Hier fummeln wir uns nichts weg. So werden Autos heute geschützt. Ihr könnt die Sensoren selbstständig einstellen. Ihr habt ein Protokoll, was ihr nachgucken könnt. Der Wagen reagiert eben auf Treten, auf Schlagen, auf Schubsen, auf alles, was passieren kann. Ne? Dass ihr jetzt hier an die Felgen irgendwie wollen. Habt ihr gehört? Ganz leicht nur ein bisschen gegengekommen. Ein Ball fliegt gegen das Auto, irgendwas. Er kann nicht mehr gestartet werden. Sollten sie euch die Schlüssel klauen, ihr seid beim Sport aus dem Spind, die klauen euch den Fahrzeugschlüssel und den Token zusammen, dann könnt ihr das Auto anrufen, in dem Fall klar die Alarmanlage, und dann gebt ihr einen Code ein und dann kann das Auto gesperrt werden, dass es nicht mehr gestartet werden kann. Das ist eine Technik, das ist Pandora. So sieht das heute aus, sowas bauen wir ein. So, ich entschärfe nochmal, klick, klick, absoluter Komfort,
für die Besitzer. Könnt ihr noch mal reingucken, wie der von innen aussieht, ne? Die sind ja sehr begehrt, die Wagen. Also das weiß ich wirklich von den Gesprächen mit Kunden. Teile, ne? Günstige, sag mal, im Unterhalt Fahrzeuge mit sehr, sehr viel Fahrspaß. Toll für Parkplätze in der Stadt. Ne? Dann aufmachbar oben, dass man ein bisschen Sunny-Feeling noch hat. Und dann eben Brabus. Einen schönen Sound. Das ist heute begehrter denn je. Die werden ja so nicht mehr gebaut, die Autos. Und ich weiß, dass der Kunde, wenn er den jetzt abholt, sich richtig freut und sagt, Mann, ich habe endlich Ruhe. Ne? Das Fahrzeug ist komplett geschützt durch das Pandora Smart Pro Alarmsystem. Pandora hat eine ganz coole Verpackung zu dem System auch. Da ist ein kleiner Anleitungsbogen quasi mit dabei. So sieht die aus. Ihr seht, hier sind diese Text gezeichnet. Und wir haben eine ganz neue App-Steuerung, ne, wo ihr also eingeblendet seht, wo ist das Auto, wie ist das mit dem Protokoll. Ihr könnt euch verschiedene Fahrzeugtypen da einblenden lassen. Ihr könnt auf der App live sehen, ob eine Tür aufgemacht worden ist. Und das Wichtigste ist, dieses Ding. Wenn euch sowas interessiert, Einbauzeit, boah, 4, 4,5 Stunden ist richtig Arbeit bei dem Auto. Ihr seht, das funktioniert auch wirklich wie eine Eins. Ihr könnt mit dem Token in der Tasche, seid ihr der König. Ihr kriegt eine kleine Ledertasche zu der Anlage dazu, dann könnt ihr auch diesen Tag an Gürtel zum Beispiel machen und benutzt nur euren normalen Fahrzeugschlüssel. Und wenn irgendjemand versucht, euch den Fahrzeugschlüssel zu mopsen, dann ist Feierabend, weil er kann die Alarmanlage darüber nicht steuern. Ihr könnt, wenn ihr den Token bei euch habt, ganz einfach die Alarmanlage schärfen, indem ihr sagt, Auto, ich mache dich jetzt zu. Ja, klick, Blink-LED ist an, Blinker haben einmal kurz aufgeblitzt und jetzt komme ich zum Fahrzeug und sage, Auto, mach bitte auf, ich möchte losfahren. Tick, tick, so, das war's. Ich kann jetzt sofort starten hier. Die Alarmanlage ist aus, ich habe nur das Standlicht an. So, setze mich hier wieder rein. Ich mache einen Schlüssel rein hier unten. So, Fuß auf die Bremse. Da ist er. Seht ihr? Jetzt läuft er aber auch ohne Probleme. Also wir haben jetzt kein Thema, dass der irgendwie ausgehen würde. Das war die Wegfahrsperre gerade. Die hat zugehauen und hat gesagt, nee, wir werden hier jetzt nicht wegfahren, sondern wir sind richtig gut gesichert und du weißt dich bitte aus mit dem Token. Sollte der Token nicht beim Fahrzeug sein, also auch wenn die Alarmanlage nicht geschärft ist, dann könnt ihr das Fahrzeug nicht starten. Dann wird die Alarmanlage euch freundlich anpiepen und einen Hinweis geben, dass also quasi der Token nicht beim Fahrzeug ist. Es ist aber kein Starten möglich. Ja, ihr seht, darum sind diese Systeme so gut. Ihr habt einen zweiten Faktor. Wenn der nicht erfüllt wird, sagt das System, hier stimmt was nicht. Hier wird Alarm gemacht, Feierabend und ihr kriegt eine Info. Das ist halt so wichtig, wenn ihr, egal was ihr macht, wenn ihr unterwegs seid, das Fahrzeug kriegt einen Schlag, irgendwas passiert, dann habt ihr sofort einen Telefonanruf, könnt sofort quasi darauf reagieren und ihr habt natürlich auch noch die Smartphone-App, die alles macht. Dieses Thema, was ich jetzt gerade sage, falls mit dem Auto was passiert, ist wirklich eine ganz coole Sache. Gestern hat mich ein Kunde angerufen, der hat einen Kastenwagen, Wohnmobil, sowas wie der blaue, wie da hinten steht. 6 Uhr morgens geht seine Alarmanlage an und sagt, Vollalarm, ausgelöst, Schocksensor. Er ist zum Auto, er sagt, aus dem Bett, da ist jemand in sein Auto reingefahren. Wir reden über 7.000 Euro Schaden. Und der hatte sich überlegt, ob er einen Zettel dran macht oder wegfährt und das später regelt. Und er sagte so, das ist mein Auto, das regeln wir jetzt sofort. Das ist die heutige Zeit, ne? Kleine, sag ich mal, wenn so Autos angerempelt werden, so auch mit der Anhängerkupplung beim Einpacken mal irgendwo hier so gegen das Auto, war ja wieder keiner. Das Auto reagiert das, sagt, Schlag ist mir zu stark und damit wird ausgelöst. Ja, wenn euch sowas interessiert, 04103 70 19 840. Wir sitzen in Wedel an der Elbe. 04103 70 19 840. Das ist der richtige Weg, um sein Fahrzeug zu sichern. Wenn ihr möchtet, können wir bei Cabriolets auch noch einen Radarsensor einbauen. Also wenn jemand dann in die Fenster guckt, dann gibt es einen Alarm. Muss man genau besprechen, weil die Radarsensoren haben auch ihre Nachteile mit der Empfindlichkeit und der Auslösung. So wie das jetzt eingebaut ist, hier ist das Optimum. Was wir noch machen können ist, wir haben kleine externe Sensoren. Die sind, boah, ich kann mal eben gucken, ich nehme mir mal einen in die Hand. Und dieser kleine Sensor, da kommt eine Batterie rein und den kann ich zum Beispiel an einem Fahrrad befestigen oder wenn ich mein Smart unterm Carport habe in der Garage, dann kann ich das zum Beispiel an meinem Mountainbike festmachen oder an meinem E-Bike und in dem Moment, wo einer sich mit dem Fahrrad beschäftigen will, dann löst die Alarmanlage aus. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, wir blenden jetzt noch mal Bilder ein. Die reißen Autos auseinander, E-Klassen, Mercedes, sonst was, alles weg. Die Autos stehen teilweise Wochen jetzt beim Hersteller, bei den Werkstätten. Es gibt keine Teile. Und das ist genau das Thema hier mit dem Brabus.
es gibt keine Teile. Der Kunde wartet auf Instandsetzung, quasi auf die Teile, damit er den Wagen endlich wieder so nutzen kann, wie er mal gedacht war. Und das ist wirklich nervig. Wenn ihr dann Teilen hinterherlauft, ne, müsst ihr mal ausrechnen. Wenn ihr das mit der Versicherung abrechnet, müsst ihr eure Selbstbeteiligung natürlich noch bezahlen. Ne? Ja, dann kommt ihr wieder höher mit der Versicherung und dann, ja, wie sagt man so schön, dann hat man mit Zitronen gehandelt. Also, Canforce Alarmsysteme, die Spezialisten für Fahrzeuge aller Art, Sportwagen, Wohnmobile und Smart. Ne? Lasst ein Like in jedem Fall für das Video da. Wenn ihr Fragen habt, canforce.de/kontakt oder ihr ruft mal an 04103 70 19 840. 04103 70 19 840. In jedem Fall den Kanal abonnieren. Habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Das war Sven. Ciao.